Hallo und recht herzlich willkommen an diesem Dienstag zum Spiel gegen das Community Team of the Week bei Hood Squad Battles, angeführt von 99 Kelma K. 98 Gesamt hat die Mannschaft, es gibt die doppelten Punkte wie immer, aber wir schauen uns das Team mal genauer an. Und zwar in der ersten Reihe stechen vor allem heraus Ovechkin, McDavid und Kane. Das wird eine heftige Reihe, dahinter Mana, Matthews und Landeskog. Stützle, Suzuki, Kyler, Yamamoto und als letzte Reihe Crosby, Bergeron und Kasperi Kapanen. In der Verteidigung Victor Hedman, Adam Fox bilden die erste Reihe, Tyler Myers und Ekman Larsen die zweite, Tim Heath und Cale Makar die dritte. Also alles ausgeglichen rein in der Defensive, Ben Bishop und Carey Price im Tor. Bishop nur mit 85 der erste Torhüter. Ich glaube, das könnte uns ein bisschen entgegenkommen, auch wenn Ben Bishop nicht der einfachste Torhüter zum Überwinden ist. Wir spielen heute mit 99 Rob Blake da hinten in der Verteidigung. Stopp, haben wir ihm schon die neue Nummer gegeben? Ich glaube ja. Müssen wir mal kurz nachschauen. Naja, er hat die 2. Okay, passt. Dann auf geht's. Ab in dieses Spiel. Mal gucken, was uns da so erwartet heute. Wir spielen in Vancouver. Verliert die Scheibe fast gleich mal gegen Gretzky. Ja, jetzt großes Hokuspokus. Kieler Fleur. Ja, Hedman bleibt dran, holt sich die Scheibe wieder. Makar. McDavid. Und das ist Dreiseitel. Mit Lafleur. Lafleur überläuft Hedman. Lafleur, Ben Bishop mit der ersten Parade. Wir wechseln gleich in unsere Reihen. Erste Reihe, starker Auftakt. Hinten ein paar dumme Scheibenverluste gehabt, aber trotzdem auch Chancen generiert vorne. Und die Scheiben, das ist die ersten Male schon schön rausgefangen. Kandre Miller. Mario Lemieux kriegt die Scheibe dann nicht weiter, wie es hätte sein sollen. Schön geblockt. Landeskog, Sylvain, Lemieux. Lemieux kontert. Meyers da dabei. Boah, Lemieux. Ja, Pasternak im Spiel gewonnen. Landeskog gegen Miller und Subban. Subban hat jetzt auch eine 98er Karte. Gleiches gilt für Iginla und Daudi. Sie fragt, ob man zum Beispiel erst Gretzky fertig macht. Und Dortmund sagt, hey, lass uns doch Subban probieren. Ja, starker Schuss. Lemieux. Pasternak. Knapp vorbei. Nice. 2-3 immer noch auf dem Eis. Die müsste mittlerweile müde sein. Suzuki ist nämlich schon die dritte Reihe. Rantanen. Rantanen dreht ab, macht Rantanen schön. Diese Reihe wechseln geht. Und oh, 5 Minuten gegen Mario Lemieux, das ist die Höchststrafe. Bin gespannt, ob sie Kucherov wieder Center aufsetzen. Lemieux, Spieldauerstrafe für diesen Check. Ja, weiß ich nicht, ob der zu böse ist. Matthews, Mana, Blake und Hedman müssen versuchen, den Gegner jetzt ein bisschen vom Tor wegzuhalten. Mit Schlimmana. Und Ben Bishop. Versucht des Konters noch 29 Sekunden. Ja.
haben gegen Jacob. Rob Blake. Rob Blake. Rob Blake. Jetzt haben wir zumindest mal 4 gegen 4 für 2 Minuten, ehe wir wieder Unterzahl spielen. Das heißt, wir kriegen eine andere Formation beim 4 gegen 4. Drei Seitel Lafleur zusammen mit Fowler und Makar. Makar 1-0. Wichtig. Ganz wichtige Bude. Cale Makar. Ganz ruhig gespielt von den Vieren. Drei Seitel mit der Auflage. Bishop sitzt daneben im Tor. Und hat dann gar keine Chance mehr zu reagieren. Und die nächste Strafe gleich hinterher. Und somit haben wir ein 4 gegen 3 Powerplay für 1,46. Jetzt da schälen sie sich bei ihrem eigenen 5-Minuten-Powerplay selbst ein Bein. Cale Makar. Panarin. Panarin. Bergeron. Dreiseitel. Panarin. Gute Chancen. Von unseren Jungs. Ja, Makar. Stark gemacht. Und jetzt gibt es auch eine Strafe auf der anderen Seite. 3 gegen 3 für 39 Sekunden. Jetzt hagelt es hier Strafminuten für beide Teams. Matthews, Dreiseitel und Miller jetzt draußen. Dreiseitel gibt einen Check-up. Schön freigeräumt. Matthews blockt den nächsten Weg. Oh, Dreiseitel. Fox fängt die Scheibe ab. Fehlt hinten ein Verteidiger, zwei Verteidiger. Nee, okay. Matthews und Miller dabei. Dreiseitel alleine aufs Tor zu. Dreiseitel verzieht die Scheibe. 4 gegen 3 Powerplay jetzt für unseren Gegner. Mit Ovechkin, Crawford entschärft die Lage. Und Fowler kontert. Fowler überläuft Myers. Fowler. Oh. Matthews hinten noch mit dabei. Landeskog. Matthews, Crawford. Fünf gegen drei für 6 Sekunden jetzt noch. Oh, schlechter Pass. Gut gelöst. Nochmal schlecht gelöst. Landeskog, jetzt klingelt es dann gleich. Nein. Und wenn sie kurz drum gebettelt haben. So, 5 gegen 5. Wieder voll da. Da haben wir Glück. Gretzky. Durch die Mitte Landeskog. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Reihen da eigentlich alles aufgebraucht sind und welche da noch fit sind zum Spielen. Landeskog gegen Dreiseitel, Myers. Kane, Scheibe ist raus. Können wir uns mal kurz sortieren. Landeskog, Crawford. Landeskog, Yamamoto. Panarin. Landeskog, kontert. Gabriel Landeskog. Gabriel Landeskog. Oh, Bishop. Kane. Landeskog. Den Check-up sag ich doch nicht. Keiner Yamamoto. Headman. Und wieder Landeskog. Der ist in einem Dauerrush. Pfosten. Dieser Handschuh. Pfosten hat dann nicht geklingelt. Beziehungsweise der Ton des Pfostens wurde hier nicht aktiviert. Oh, stark, Crawford. Hedman, Dreiseitel, bisschen ruhiger, 27 Sekunden. Das ist ein heftiger Schlagabtausch hier. Check auf Check, Scheibenverlust auf Scheibengewinn. Und wenn es steht, nach 20 Minuten 1-0 für unsere Mannschaft. Mehr oder weniger etwas glücklich. Kommt drauf an, wie man es eben sieht. Hätte aber auch ordentlich schief gehen können. Bis dato. Fowler. Fowler, er zieht gleich mal an. Cam Fowler. Dreiseitel. Lafleur. Fowler gegen McDavid. Das wird gut gemacht. Dreiseitel. Fowler mit dem schlechten Abspiel.
Dafür hinten eine klasse Arbeit im Verteidigungsspiel. Gretzky. Makar, schöner Pass von Wayne Gretzky. Cale Makar, Bishop. Bleibt beim 1-0. Hätten wir jetzt gleich die Handschuhe. Genauso wie Lafleur. Könnte sein, dass da beide raus müssen. Jawohl, 4 gegen 4. Übertriebene Härte. Beide dürfen noch kurz Platz nehmen auf der Strafbank. Miller, gibt er den Check. Verliert deswegen die Scheibe. Unnatürlicher Pass. Fox, schön gespielt. Matthews und der kontert. Matthews, Fox hinterher. Matthews. Oh, Miller. Suben. Sofort der Scheibe hinterher. PK Suben. Mikro Rantanen. Und wir rein in die Offensivzone. Diese nicht abgelegt für Matthews. Der liegt auch für Miller. Miller hätte es sein können, dass die Scheibe durchrutscht. Guter Schuss, Ekman-Larsson. Oliver Ekman-Larsson, Gabriel Landeskog. Und wieder Corey Crawford. Suben sofort dahinter, den Schläger sofort aufs Eis gelegt, damit, falls die Scheibe durchrutscht, sie nicht ins Tor reinrutscht. Gut gemacht. Vom Mann mit der 76. Mann hat beim Face-Off, das kann nichts werden. Da hätte ich eher Kucherov hingestellt. Der hat sich das schon überwiesen. Als Lemieux letztes Mal die 5 Minuten Zeitstrafe bekommen hat, da hat mich Kucherov seine Center-Position übernommen. Blake mit dem Scheibenverlust. Suzuki gegen Hedman. Stützle. Oh, Crawford. Und wieder Kucherov. Nikita Kucherov. Das ist eine One-Man-Army, wenn man sie richtig nutzt. Oh, Mann. Kucherov bleibt an einem Blocker. Das Tor ist hängen. Rob Blake. Lafleur, schön gesehen von Blake. Gut aufgepasst. Kucherov 2-0. Und das ging aufs Konto von Rob Blake. Was für ein Pass vom Mann mit der Nummer 2, der wusste, dass die Zeit für Lafleur am Ablaufen ist. Holt sich da erstmal schön die Scheibe, muss man auch dazu sagen. Toller Pokecheck von Blake. Schön zur Seite geklärt, kann sie aufnehmen. Und jetzt Achtung, jetzt geht der Blick nach vorne und er weiß, dass er da vorne gleich rauskommen muss. Zack, legt die Scheibe perfekt am Fuß von Victor Hedman vorbei. Lafleur kann sie aufnehmen und ist schon im Konter drin. 2-auf-2 Situationen, Myers überläuft, er legt die Scheibe quer und Kucherov kriegt sie vor Ekman-Larsson. 2-0, schön rausgespielt und es müsste der erste Assist sein für Rob Blake überhaupt bei uns. Landeskog. Beim Bulli-Spiel. Crosby. Vorstellt, dass wir noch 13 Minuten haben in diesem zweiten Drittel. Und dann haben wir nochmal 20 Minuten. Dieses Spiel bisher ein ganz, ganz enges und ein ganz, ganz schweres. Nicht so wie die Spiele bisher. Jetzt der Fowler wieder schön rausgefangen. Scheibe Kane mit dem Konter. Kane Bishop. Wieder die Fanghand bei der Arbeit. Panarin kommt hin, Kane kann die Scheibe behalten. Das gilt für Hedman. McDavid. Den werden sie vielleicht anders bearbeiten. Kane. Fowler, der ist da hinten
wie Tom Brady. Nur am Pässe verteilen, sobald die Scheibe mal frei liegt. Aber die Pässe, die er da hinten rausspielt, sind Bombe. Kann man nicht sagen. Kane, Crawford. Boah, Crawford, Rantanen. Und jetzt der Stark von Matthews gegen Hedman. Toll gemacht. Oh, Rantanen kriegt die Scheibe nicht rüber zu Pasternak. Behält die Scheibe auch nochmal. Nein, Suzuki. Ovechkin. Muss den Check von Müller einstecken. Austin Matthews. Einmal draufgehauen. Bishop mit der Parade. Bleibt beim 2-0. Die Kings definitiv die Hand auf diesem Spiel. Frage ist, was die Antwort ist von dem Gegner. Suzuki. Tim Heat. Suzuki. Oh. Edmund Gretzky, jawohl, komm schon. Schön angezogen, Gretzky, Bishop. Hält ihn wieder fest. 5 Minuten noch. 25 Minuten, 4 Sekunden generell, bis dieses Spiel vorbei ist. Es sieht jetzt nach weniger Zeit aus als noch vor 8 Spielminuten. Muss aber sagen, der gegnerischen Mannschaft, die braucht ein Tor und die ist zurück im Spiel. Landeskog, boah. Und da wäre es fast gewesen. Crawford mit dem ersten Fehler in dieser Partie. Hedman, Blake. Lafleur. Ah, er kriegt einen leichten Check-up. Lafleur. Oh, gut gemacht. Aber leider niemand da, um die Scheibe nachdrücklich abzufälschen. Kucherov. Blake. Komm schon. Rob Blake Bishop. Fowler, Makar. Ah, ja, Fowler. Den Blick kurz nach vorne hat er nicht gesehen, dass Makar noch liegt. Bergeron. Fowler. Kucherov. Stark. Oh, das sind 2 Minuten. Es müssen 2 Minuten sein. Oh, Hallöchen, lieber Referee. Hallöchen, Achtung. Hier geht der Schläger durch die Beine durch. Und dann ist es ein Knie-auf-Knie-Check, das sind 2 Minuten. Da kannst du mir sagen, was du willst. Wenn das vorhin von Lemieux 5 sind, dann sind das mindestens 2. Mindestens. Aber gut. Gibt's nicht. Meiner Meinung nach klare Fehlentscheidung. Crawford. Zweites Drittel ist vorbei. Crawford mit der starken Leistung da hinten. 2-0. Bei 15 Schüssen auf sein Tor hält Crawford bisher die 0 fest. Schön gemacht, Leon. 3 seitlich spielt die Scheibe. Gretzky, Bishop. Gretzky, die Scheibe sofort raus zu Lafleur. Lafleur kriegt die Scheibe nicht zu Makar. Und jetzt brennt's hinten. Gewaltig. McDavid, Lafleur. Und es gibt einen Penalty. Nein, es gibt Powerplay. Da haben wir Glück. Es gibt nur Powerplay. Normal klarer Penalty, wie Lafleur da reingeht. Der senzt McDavid da um. Mana, Landeskog. Oh, ist das schön gespielt. 2-1. Und jetzt sind sie da.
Jetzt sind sie voll da. Jetzt drehen sie auch richtig auf. Man merkt sofort, ganz anderer Spielstil als bisher noch. Drei Seiten. Schafft es, die Scheibe zu behalten. Matthews kommt nicht im Bishop vorbei. Schade. Die Chance war da. Matthews macht den 2-3 in Center. Miller, Subin. Rück auf Miller. Abgefälscht, Bishop. Hat die Schulter oben, deswegen schlägt die Scheibe nicht hinter ihm ein. Rantanen. Oh, ist geblockt. Myers. Suzuki. Momoto Crawford. Passend. Matthews. Matthews. 3-1. Wichtige Bude. Jawohl. Kriegt den Platz auf der anderen Seite. Oh, Bishop. Wieder ein bisschen zu groß. Schön durchgesetzt von Landeskog. Super. Oh. Ansonsten war nicht schick, Landeskog als zusätzlicher Verteidiger hinten mit dabei. Schön gemacht, Panarin in Zusammenarbeit mit Miller. Landeskog, Panarin gegen Fox. Miller gegen Ovechkin. Schön gemacht von Subin, der wieder einen harten Check einstecken muss. Sich aber final durchsetzt. Panarin setzt sich auch durch, Gretzky. Oh. Blake, nochmal Blake. Drei Seiten für Blake. Rob Blake ging ja. Makar ist da zu schnell für Blake. Matthews, 3-2, schön gemacht. Miller legt sich noch hinten, hoffen, dass es irgendwie verhindern kann. Scheibe geht aber und den durch. Und Matthews mit einer einfachen Einschussmöglichkeit. 2-3. Schöne Bude. Und ein Powerplay und jetzt laden wir sie natürlich nochmal ein. Wie vorhin. Da hatten wir dieselbe Aktion. Oder eine ähnliche Aktion. Muss einer von uns raus. Selbes Passspiel. Diesmal landet die Scheibe aber nicht drin, weil Crawford zweimal aufpasst. Zweimal blockt er die Scheibe weg. Corey Crawford. Redman gegen Landeskog. Romana. Schön. Schöne Hand-Augen-Koordination. Blake, Landeskog, Matthews, Matthews. Und Mana. Ab geht's in die andere Richtung. Mitch Mana. Mitch Mana aus Lohm vorbei. Jan Ekman Larsson. Mitch Mana legt die Scheibe quer. 4-3, 4-2. Deutscher 4-3 sagen, 5:55 auf der Uhr. Hetman bleibt dabei und vollendet die Scheibe von Mitch Mana. Schön reingelegt vom Maple Leafs Spieler. Direkt auf die Kelle des Schweden. Wundervoll gemacht. Schöner Pass. Und da ist eine minimale Lücke, mit der Bishop nicht mehr rechnet. Und Hetman eiskalt verwertet. Dann legt sich das sofort aufs Eis und kriegt die Strafe dafür. Das kann ja nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Achtung,
Wir schauen uns die Szene nochmal an. Subin verhindert den Pass, rutscht da rein. Landeskog hat schon geschossen und bleibt jetzt minimal am Bein von Subin hängen. Also das ist keine Strafe, bei aller Ehre. Subin nimmt den Passweg weg. Nimmt Landeskog keine Chance, der wäre eh nicht hingekommen. Und jetzt haben wir hier 5 auf 3. Für 21 Sekunden. Höchststrafe, 12 zu 15 Bullies. Headman. Das ist nicht gut, Mana. Headman. Tor. 4-3. Und sie sind 30 Sekunden später wieder zurück. Eingeladen von einer dummen Aktion. Und meiner Meinung nach auch eine kleine Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Crawford. Oh, muss festhalten. Das Spiel bleibt knapp. Fowler. Spielentscheider ist notiv, das ist eine gute Entscheidung. Matthews nimmt den falschen Weg. Mal schauen, dass er dahinter kommt. Hedman. Kane. Hedman. Fox. Scheibe wieder raus, direkt zu Fowler wieder. Crawford lässt sich dann nicht viel Zeit, wenn er jemanden anspielt. Das ist Cam Fowler. Da ist das Vertrauen noch da zwischen Torhüter und Verteidiger. Wieder stark. Mana nimmt Fowler mit. Fowler, damals hat er getackelt von Headman. Jetzt ist es eng. Boah. Und wieder Fowler. Sofort auf der anderen Seite am Mann dran. Matthews, Kane, 4-4. Jetzt ist es eklig, das Spiel. Ganz weit vorne, vor allem 4 Buden im letzten Drittel. Crawfords Save Percentage sinkt aber nicht wirklich. Immer noch ein Siebtel der Schüsse gehalten. Wir müssen jetzt nur schauen, dass wir nicht noch eins kassieren, sondern dass wir diejenigen sind, die noch eins machen. Subin. Wichtig auch, dass wir kein Powerplay mehr kassieren. Och, wieder Bishop mit der Fanghand dran. Die geht mir so auf den Sack, diese Fanghand. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Subin pennt. Im zweiten Versuch Mana. Edmund Larsson, Landeskog. Wieder Crawford. Subin kriegt die Scheibe nicht raus. Dreiseitel aber schon. Gute Aktion von Leon Dreiseitel. Da ist Tyler Myers noch mit dabei. Dreiseitel. Ah. Kriegt die Scheibe nicht vor. Es fehlt natürlich Mario Lemieux. Klar, das ist für uns ein herber Verlust. Ein Spieler seiner Klasse. Nicht dabei zu haben. Miller, Subin. Kein Abseits. PK, Subin. Pastanak. Ah. Gut. McDavid, 19 Sekunden noch. Das wird in die Overtime gehen. McDavid. Ovechkin, jawohl, Overtime. 4 zu 4. Wir spielen weiter. 31 zu 30. Schüsse. 4-4, 7 zu 6. Oh, Alter, das ist 25 zu 6 Strafminuten. 2 Powerplay-Tore, ein Unterzahltor bei uns. Weiter geht's. 3 gegen 3. Dreiseitel. Matthews gegen Ovechkin, McDavid. Miller mit dabei. Leon Dreiseitel. Miller. Wichtig ist es hier, die Scheibe nicht zu verlieren. Miller. Seite. Das ist ein, kriegt einen ordentlichen Check-up. Rausgekickt.
Pasternak zusammen mit Wayne Gretzky auf dem Eis. Gretzky bisher noch ein bisschen... stark gemacht! Das ist ein bösartiger Konter! Und es gibt Penalty! Gabriel Landeskog gegen Corey Crawford. Crawford hält. Spiel geht weiter. Da ist halt Landeskog. Mit Makar auf dem Eis. Myers, Landeskog. Crawford, Makar. Da ist halt Landeskog. Schöner Check. Ändert nichts, dass Landeskog durch ist. Ach, Landeskog kommt aber an sich selbst nicht vorbei. Matthews. Schöne Parade von Crawford. Boah, 1,20 noch. Oh. Das klappt, drei Seite. Fowler am Tor vorbei. Irgendwie. Irgendwie muss es doch klappen. Na, Schläger auf Schläger. Fox kriegt die Scheibe durch Schützle und Suzuki. Mana. Oh, Matthews. Stützle. Mana. Stützle. 34 Sekunden noch. Mana am Pfosten. Fowler. 5-4 war es, der Bude. Fowler, wer sonst? Mit der Rückhand in den Winkel. Super enges Spiel. Wir haben ihnen viele Chancen gegeben, am Ende nochmal auszugleichen. Das ist ärgerlich gewesen. Natürlich Kane das 4-4 super verwertet. Ansonsten muss ich auch sagen, Crawford mit dem klasse Spiel da hinten. Und vorne dann am Ende Cam Fowler, der auf beiden Enden des Spielfeldes alles gegeben hat. Offensiv wie defensiv. Und dann ist es hier ein verdienter Sieg. Meiner Meinung nach. Sehr schön. Jetzt müssen wir trotzdem noch schauen. 35. Oh, das ist fast ein Neuntel aller Schüsse gehalten, ja? 88,6%. Das ist schon stark. Starke Leistung von Corey Crawford. Dann beenden wir das Spiel mal. Am Ende das glücklichere Händchen auf unserer Seite. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Sagt Ciao mit V und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn es heißt Hood Rush Threes. Genau. Bis dahin, ciao und V, bleibt gesund. Wir sehen uns.